Es ist kein Standardberuf, es ist einfach was Besonderes. Das Sprachrohr auf einer Baustelle sind wir. Mir macht Spaß, dass man aktiv plant, aktiv etwas baut. Du bist im Prinzip der Strippenzieher. Du hast dafür zu sorgen, dass die Baustelle von Anfang bis Ende einen schönen Verlauf nimmt. Es muss jemand dafür wirklich fast schon geboren sein. Als Polier sollte man Freude am Bauen haben und sehr teamfähig sein. Du hast sehr, sehr oft mit den Leuten zu tun, tagtäglich im Prinzip. Mit all denen muss man ein Zusammenwirken finden auf der Baustelle. Bei Leonhard Weiß ist das Schöne, dass wir ein Familienunternehmen sind und dass es einfach familiär auf der Baustelle zugeht. Ich finde es komplett vollumfänglich, würde ich sagen. Es macht einfach richtig Laune, so ein Beruf. Ich finde es dann schon schön, wenn man irgendwann mal in Urlaub fährt und sagt, hey, schau mal, die Brücke, die habe ich mit begleitet oder der Tunnel oder die Kläranlage. Dann sieht man immer direkt, was man erschaffen hat, und das erfüllt mich definitiv mit Stolz.